der wieder. Ah, Scherz. Was geht? Ich wollte euch noch einmal ganz kurz zeigen, was ich in letzter Zeit nochmal neben Flohmärkten und dergleichen irgendwie abgesahnt habe. Darunter war sogar ein Flohmarkt, den ich irgendwie nicht großartig weiter behandelt habe, weil ich da auch nicht so vieles gefunden habe. Aber es waren doch zwei, drei nette Funde. Und das Ganze war zum einen eine Dreamcast, ein japanisches Modell, wie mir scheint, weil da nämlich der passende Stecker mit bei war, zu dem Spannungswandler, also Spannungswandler auch mit dabei, Dreamcast, mit dem schönen roten Kringel. Ich liebe japanische Dreamcasts und Dreamcast ist einfach der Burner. Dreamcast ist the best. Halt mit Spannungswandler, ziemlich cool. Was war da noch bei? Zwei Controllern. Ganze zwei Stück. Schon nett, auch mit dem schönen roten Kringel, also so wie es sein muss. Das Doofe ist nur, der eine hier, man hört es vielleicht so, die Tasten, die L- und R-Tasten sind im Arsch. Das war ja irgendwie schon immer ein großes Problem bei den ganzen japanischen Anfangs-Controllern oder generell bei den Dreamcast-Controllern. Also ich habe selber nur ein Pad bisher so kaputt gekriegt. Das zweite Pad hat es nicht, also das läuft auch einwandfrei, Knöpfe, alles, auch der Grip auf dem Stick selber ist super geil. Das frisst sich immer noch so richtig schön in den Daumen rein und es tut richtig weh, so wie es sein muss. Was auch toll ist, ist, dass diese VMU, die hier hinten reingesteckt wurde, irgendwie nicht rauszubekommen ist. Keine Ahnung warum, ich muss das Ding mal aufschrauben und das mal irgendwie rausoperieren. Auch noch eine kleine Sache an der Dreamcast ist, der Powerknopf ist steinhart reingedrückt. Ich habe keine Ahnung, was die Leute damit gemacht haben. Wie kann man eine Dreamcast nur so behandeln? Das ist unglaublich und ich sehe gerade, ich muss da innen noch mal ein bisschen sauber machen. Aber an sich sollte das Ding laufen. Ich habe es bisher immer noch nicht getestet. Es war sogar noch was dabei. Nämlich eine Lightgun. Ziemlich cool, man kann nie genug Lightguns haben. Ich habe jetzt, glaube ich, vier. Drei Originale, eine nachgemachte. Lightguns, ganz geil. Mal sehen, ob ich die auch noch behalte. Mal schauen, was hat mich der ganze Spaß gekostet? 20 Euro. Ich habe 20 Euro für ein nettes Paket ausgegeben, wo ich leider nicht weiß, ob die Dreamcast laufen wird. Im schlimmsten Fall werde ich einfach das Gehäuse nehmen und auf meine momentane Dreamcast setzen. Hier steht ein PAL-Gerät, was ziemlich vergilbt ist und vielleicht tausche ich das Ganze einfach damit aus. Also wenigstens fürs Gehäuse, für den Spannungswandler und die Lightgun hat es sich schon gelohnt, 20 Euro auszugeben, weil das war schon ein geiler Deal. Fand ich auf jeden Fall schick. Ebenfalls auf dem Flohmarkt habe ich etwas gefunden. Hätte ich das nicht schon, wäre das super genial gewesen. Shenmue 1 und 2 zu einem guten Preis. Ich werde keinen Preis jetzt nennen, weil ich habe die beiden Titel alle schon und wollte das gern vertauschen, verkaufen, je nachdem. Also wenn ihr Interesse an zwei gut erhaltenen Shenmues habt, die Discs sind echt wunderbar. Also wenn, sind da nur hauchfeine Kratzer, wenn überhaupt drauf. Also das sind sehr, sehr gute Discs, kann ich euch versichern. Wer Interesse daran hat, die Dinger zu haben, ich zeige nochmal kurz hier, die Shuba haben leider, wie es meistens so ist, ein paar Macken mitgekriegt, vor allem der erste Teil. Der erste Teil ist immer der gefickteste. Der zweite geht auf jeden Fall noch. Wer Interesse hat, soll mich mal anschreiben, haut mir in die Kommentare oder irgendwo, ja, privat, wie auch immer. Schreibt mich an, weil die kann ich leider nicht mehr gebrauchen und würde die gern vertauschen. Deswegen, wenn es da Interesse gibt. Man war nochmal irgendwann im Saturn und hat sich etwas mitgenommen, was zum Release halt rauskam und unbedingt haben wollte. Und das war Mighty No. 9 in der bezaubernden Wii U-Version. Malte, der Sir Pommes, hat mich schon darauf aufmerksam gemacht. Oh mein Gott, warum hast du das getan? Das Ding ist Bullshit auf der Wii. Kaufst du doch für irgendein anderes System. Aber ich habe mir gedacht, Mann, ich will's für eine Nintendo-Konsole haben, weil Mega Man und Nintendo und keine Ahnung was. Und da wollte man unbedingt was für die Wii U haben und was kriegt man dann? Wohl scheinbar Bullshit. Ihr seht, das Ding ist noch sealed. Ich habe es immer noch nicht angespielt. Ich werde es auch nicht umtauschen, kann ich jetzt auch, glaube ich, gar nicht mehr. Ist mir auch scheißegal, ich will es behalten. Ich will es selber irgendwann jetzt nochmal probieren und schauen, wie es ist. Mighty No. 9, Alter. Das ist ein Bullshit.
Egal, ein besseres Spiel habe ich dafür noch gefunden. Dragon's Crown. Dragon's Crown. Crown. Yeah. Von Atlus für PS3. Exklusivtitel für die PS3. Ich habe es mitgenommen, weil ich selber das durch die Pixelspieler, danke Ox und Monty, danke. Ihr habt es mir auch mitunter schmackhaft gemacht und für 20 Euro musste ich das unbedingt mitnehmen, weil ich habe gesehen, dass die Preise für das Spiel immer weiter steigen und ich glaube, das wird auch so schnell nicht aufhören und das könnte ein Titel sein, der irgendwann in ein paar Jahren echt gefragt ist für das System, weil 4 Spieler Hack and Slay mit Rollenspielelementen und so, sau cool. Muss ich irgendwann, wenn mich mal jemand auch fragt, halt, hey, hast du nicht ein geiles PS3-Spiel, was man zusammenspielen kann? Ja, Dragon Crown. Deswegen, das nur mal nebenbei, wollte ich unbedingt haben. Ebenfalls mitgenommen mal, weil man es unbedingt haben wollte, ein Dreierpack. Eigentlich bin ich gar nicht so der Fan davon, mehrere Spiele in einem zu haben, weil es sieht natürlich immer schöner aus, wenn die Regale gefüllt sind mit eigenen, für sich stehenden Spielen. Aber hey, mir fehlten davon noch Soul Calibur 5 und Tekken Tag Tournament 2. Tekken 6 habe ich für die 360, aber ich finde der PS3-Controller ist um einiges geiler, wenn es darum geht, Beat'em-ups zu spielen. Und für 13 Euro habe ich es bei André, dem CD-Händler, mitgenommen. Cooler Laden übrigens. Immer mal wieder Schnäppchen, die man da schlagen kann und nice. So, kommen wir nun zu einem kleinen Highlight, weil, wie ihr vielleicht von dem Flohmarkt-Video irgendwie angeteased bekommen habt, so, was ich euch hier nochmal irgendwie reinhaue, falls ihr das noch nicht gesehen habt, bin ich in den Besitz einer neuen Konsole gekommen. Und das Ganze wäre dann diese schöne PS4. Yay! Ich habe endlich eine PS4. Voll geil. Das ist sogar das Modell ohne den Klavierlack. Das hat den schönen matten Look. Sehr geil. Das Ganze wurde mir von einem guten Freund, Kevin, danke, überlassen zu einem absoluten Spottpreis. Und kriegt euch ein, wenn ich euch den sage, weil das ist eigentlich geklaut, so ungefähr. Der Preis ist heftig. 70 Euro habe ich dafür gezahlt. Ja genau, lass es nochmal kurz einmal auf der Zunge zergehen. 70 Euro. Wow. Kevin, ich kann dir nicht genug dafür danken, Alter. Hammer. Saugeil. Saugeil. Das ganze Ding kam auch mit allen möglichen Kabeln, mit Controller, mit dem tollen Headset, was dabei ist und yeah, ich muss sagen, ich habe jetzt endlich eine PS4, yay! Jetzt kann ich auch das Resident Evil spielen. So, was ich dann, oh, Spoiler, sorry. In dem Flohmarkt-Video habe ich dann mein erstes Spiel auch für die PS4 vorgestellt. Das Ganze kam auch nochmal mit kleiner Dreingabe, mit diesem netten Doom-T-Shirt, was glaube ich irgendwie für Vorbesteller von dem neuen Doom rausgegeben wurde, das ich unbedingt immer noch haben muss, ey, ich ist leider immer noch nicht, aber das T-Shirt ist cool, ist nice, das muss auch gleich nochmal wieder in der Wäsche, weil ich das schon anhatte. Das ist es. 2 Konsolen, ein paar Games, ein bisschen was nachgereicht, dass ich dachte, ich wollte das einfach mal reinbringen, vor allem einfach mal einmal wegen der PS4 für 70 Euro. Scheiße, Kevin, Alter. Saugeil, Mann. Danke, Mann. Das ist saugeil. Yeah, jetzt habe ich alle neuen Konsolen. Kann mir die ganzen neuen Titel holen. Ah, ich freue mich drauf. Nice. Okay, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das alles hier gefällt, wie mir, dann gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben oder so. Zieht euch mal anderen Stuff rein und see ya, Pistensen, hauen sie.